Ja, wieso eigentlich? Hier in der Kirche findet doch gar kein Kindergottesdienst statt in diesem Jahr. Genau, wegen Corona sollen die Menschen noch zu Hause bleiben. Schade eigentlich. Ja, aber findet denn Weihnachten dann überhaupt statt, wenn niemand in der Kirche die Krippe sieht? Das ist eine gute Frage. Ist überhaupt Weihnachten ohne Kirche? Weiß ich nicht, aber der Pfarrer hat gesagt, wir sollen trotzdem alles aufbauen. Hier, ich habe schon mal die Tiere. Ja, die waren schon da im Stall. Die haben wir gewürfelt. Und die haben in der Nacht wenigstens den Stall ein bisschen warm gemacht. Maria und Josef kommen auch noch dazu. Die waren sicher ganz schön erschöpft nach ihrer langen Reise. Wie lange wohl die gedauert hat? Also, ich habe mal gehört, dass die ein paar Tage lang unterwegs waren. Mein Navi sagt, dass ein guter Wanderer dafür 4 Tage braucht. Aber mit einer schwangeren Frau und ohne Wanderausrüstung, da hat das bestimmt länger gedauert. Und da sind ja noch alle Herbergen geschlossen. Wieso waren die überhaupt unterwegs? Ach, da waren Volkszählungen. Die hat der Kaiser im Ruhm Augustus befohlen. Der wollte wissen, wie viele Steuerzahler es gibt. Und dazu mussten alle Leute dorthin, wo ihre Familien herkamen. Und bei Josef war das eben Bethlehem. Zum Glück hatte der Bild noch Platz, denn in der Bibel steht ja, dass Maria schon ihr Kind bekam. Da liegt er, der kleine Jesus. Wenn dann nicht das mit den Engeln gewesen wäre, wäre das ein ganz schön einsamer Geburtstag gewesen. Wieso Engel? War da nicht was mit den Hirten? Ja, mit denen doch auch. Aber zuerst waren da die Engel am Himmel. Die kamen zu den Hirten und haben doch zu denen gesprochen. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und dann sind die Hirten los. Weil sie wollten ja auch wissen, was da passiert ist. Endlich ein bisschen Weihnachten! Na, die Geschenke, die gibt es ja auch noch. Die haben die Weisen aus dem Morgenland mitgebracht. Die sahen aus wie Könige. Hatten die auch ein Navi? Immerhin waren die ja nicht aus der Gegend. In der Bibel steht, dass sie einem Stern gefolgt sind. Den hat Gott geschickt, damit die drei Weisen den Stall finden konnten. Ach, schaut euch doch das mal an. Wie schön das aussieht. Alle zusammen. Maria, Josef, die Hirten, die Könige und Jesus. Ich vermisse Weihnachten, so wie es immer ist. Ich auch. Aber jetzt, so beim Aufbauen, da hat es schon ein bisschen gekribbelt. Und so ein bisschen fühlt es sich ja doch schon an nach Weihnachten. Stimmt. Geht mir auch so. Vielleicht wollte der Pfarrer deswegen, dass wir die Krippe aufbauen. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Das stimmt, ihr Lieben.
Deshalb habe ich euch gebeten, dass ihr die Krippe aufbaut. Denn natürlich ist heute Heiligabend. Und auch wenn wir uns nicht in echt sehen, feiern wir heute. Halt jede und jeder zu Hause. Vielleicht hat jemand aus eurer Familie ja die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vorgelesen. Die steht übrigens im Lukas-Evangelium im 2. Kapitel. Und ganz ehrlich, ich finde es auch doof, heute nicht mit euch hier in der Kirche zusammen sein zu können. Denn ich mag diese Gottesdienste total. Auch weil die nie so sind, wie ich sie mir am Anfang vorgestellt habe. Aber wenn ich jetzt so auf die Krippe schaue und hier in der Kirche auch auf den Christbaum, der neben mir steht, dann spüre ich trotzdem, was für ein wunderbarer Tag heute ist. Mit einem ganz einmaligen Geschenk. Und das Geschenk ist Gott selbst. Denn er hat in der heiligen Nacht etwas gemacht, bei dem ich gar nicht immer so richtig glauben kann, dass er sowas tut. Denn er ist Mensch geworden. Das heißt, er bleibt nicht oben im Himmel und tut so, als wäre der Oberchef über alles. Nein, der ist ein ganz kleines Kind, winzig. Und obwohl er als Gott wirklich alles hätte machen können, was er gewollt hat, wird er lieber zu so einem Kind, das eigentlich gar nichts kann, außer schlafen und essen und schreien. So, wie das bei uns allen war, selbst bei Oma und Opa. Gott wird zu Menschen ganz klein, damit er versteht, wie es uns geht, wie es mir geht und wie es euch geht, da auf der anderen Seite vom Computer. Jesus lernt das alles kennen. Wie man sich freut und wie man lacht, wie man Quatsch macht, wie man seine Geschwister ärgert, wie man ärgerlich und zornig ist, wie man traurig ist und wie es ist zu weinen. Das weiß Gott alles. Und wir wissen, dass er es alles selbst erlebt hat. Und das macht er, weil er uns Menschen so dolle liebt, dass er so sein möchte wie wir. Damit du und damit ich ihn noch viel besser kennenlernen kann. Und dafür braucht es gar nicht unbedingt den Heiligen Abend. Auch wenn es ein bisschen schöner wäre, hier zusammen in der Kirche zu sein. Aber ganz ehrlich, Gott weiß auch, wie es ist, wenn mal was nicht so ist, wie man es sich eigentlich gedacht hat. Wie bei uns jetzt in diesem Jahr mit Corona. Und gerade deswegen, damit wir nicht unseren Mut verlieren, gerade deswegen kam er als Jesus zu uns in die Welt. Deshalb ist heute natürlich Weihnachten. Und vielleicht habt ihr ja auch eine Krippe bei euch zu Hause. Schaut sie doch mal an. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann auch ein bisschen kribbelt, und ihr spürt, heute ist Heiligabend. So, wie es bei mir ist. Amen. Lieber Gott, draußen ist es kalt und dunkel und doch glitzert und glänzt es überall. Jede Woche durften wir eine Kerze am Adventskranz anzünden. Jetzt brennen sie alle vier. Endlich ist Weihnachten. Es gibt aber auch Menschen, die haben es nicht so gut wie wir. Hilf ihnen, dass sie nicht alleine sind und dass auch sie sich freuen können über diese schöne Zeit. Dafür danken wir dir. Amen. Stille.